Ja, funktioniert das so von der Technik? Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank dem AK Plurale Ökonomik. Ich habe es sehr spannend gefunden, dass es diese Ringvorlesung gibt. Es ist ja nicht so oft innerhalb der Volkswirtschaftslehre, dass es Möglichkeiten zu solchen Ringvorlesungen gibt. Und in einigen Bereichen habe ich mich auch zurückgesetzt gefühlt an meine eigene Studienzeit. Wir haben selbst einen Lesekreis Kritische Ökonomie gegründet, der in weiterer Folge in einem ähnlichen Projekt wie dem Ihren, denke ich, gemündet ist. Es gibt überhaupt einige Parallelen zwischen Linz und Bayreuth, ist mir jetzt beim Hergehen zur Uni aufgefallen. Ja, ich werde auf manche dieser Punkte vielleicht eingehen, aber gesehen in dem Vorlesungsverzeichnis von dieser Ringvorlesung, dass einige meiner Kolleginnen aus Linz auch schon hier waren, also der Jakob Kapeller, Walter Oetsch war, glaube ich, in diesem Semester hier. Also es scheint da eine gewisse Übereinstimmung zu geben. Ganz kurz nur zu meinem Institut. Das Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft ist sozusagen ein, wenn man das so nennen will, ein Krisengewinnler, ist 2009 gegründet worden in Linz und wird unterstützt von der österreichischen Arbeiterkammer und der Stadt Linz. Und Krisengewinnler daher, weil die Intention bei der Gründung des Institutes war, diese Wirtschaftskrise und Finanzkrise, die so breite Auswirkungen hat innerhalb der Theorie, aber auch weniger innerhalb der Theorie, aber für die Wirtschaft als solche, wird eigentlich sehr wenig wahrgenommen von Volkswirtinnen, also von den Expertinnen in diesem Feld. Und daher sollte es irgendwie eine Möglichkeit geben, diesen Themenbereich, also vor allem der Krise, aus mehreren Blickwinkeln anders zu beschreiben. Und wir am ICAE sind ein relativ interdisziplinäres Team, obwohl es jetzt in der Größe nicht so groß ist, aber es gibt Politologinnen, Soziologinnen und Ökonominnen bei unserem Institut. Das vielleicht zum Rahmen. Wir veranstalten, einigen von Ihnen ist das, glaube ich, schon bekannt, eine ganz kurze Werbedurchsage nur zu Beginn. Ich habe da einige Folder hergelegt einer Veranstaltung Anfang Dezember, also vom 12. bis 14. Dezember, zu welch, der Titel ist Wissen, welches Wissen, Wahrheit, Theorie und Glaube in der ökonomischen Theorie. Relativ breites Thema und viele der Referentinnen und Vortragenden werden Sie zum Teil aus dieser Ringvorlesung oder aus anderen Zusammenhängen schon kennen. Ja, dann zu meinem Thema. Ich bin angefragt worden zur Ökonomie und Ökonominnen, Interdependenz und Wirtschaftstheorie und ihre Praxis. Ein sehr breites Thema. Ich werde versuchen, aus einigen Blickwinkeln mit diesem Thema zu nähern und ich werde versuchen, sehr nahe an meiner unmittelbaren Forschung zu bleiben. Der Max Becker hat schon gesagt, ich bin Teil eines Forschungsprojekts zur Ökonomen und Ökonomie, das ist allerdings schon abgeschlossen. Wir sind jetzt in einem neuen Projekt, das von der Böckler Stiftung finanziert wird, wo es um die Entwicklung der deutschsprachigen Ökonomik seit den 40, also in der Nachkriegszeit und dann vor allem den 60er Jahren geht. Und darin vor allem das Aussterben der Heterodoxie. Ja, zum Vortrag allgemein kurz noch. Wenn irgendwas unklar ist, so viele Personen sind da nicht hier, wenn irgendwas unklar ist, das Verständnis einzelner Fragen, die ich da aufwirf, unklar ist, dann bitte melden Sie sich sofort. Ansonsten werde ich versuchen, am Ende dann nur einige Zeit für Diskussion zu reservieren. Okay, als Einstieg, es wird Ihnen bekannt sein, dieser Plea for Pluralism, erschienen im American Economic Review schon 1992, wo sie eine Gruppe heterodoxer Ökonominnen als solcher definiert hat und dann diesen offenen Brief formuliert hat. Und in diesem offenen Brief wird eine Gefahr für die ökonomische Wissenschaft konstatiert. Und diese Gefahr besteht in einem intellektuellen Monopol. Und dieses intellektuelle Monopol im Bereich der Wirtschaftswissenschaften oder der Volkswirtschaftslehre wird dann gleichgesetzt oder wird beschrieben als diese Dominanz dieses neoklassischen Mainstreams. Und im letzten Satz, der hier erwähnt wird, wird dann gesprochen, Ökonominnen, also die Akteurinnen in diesem Feld, treten zwar für freie Märkte ein in ihrer Theorie oder in ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung, wird diese freie Ideenplatz aber nur sehr selten verwirklicht. Jetzt zum Überblick, was werde ich heute versuchen zu machen?
Der erste Punkt, einige Vorbemerkungen, ganz kurz nur, gibt es sowas wie eine gesellschaftliche Verantwortung für Ökonominnen? Wie könnte die aussehen und woraus leitet sie die vielleicht ab? Es gibt zwei, sehr, oder eine zentrale Studie, ich glaube, diese Studie ist ein Teil ihrer Vorlesungsmanuskripte, also die Studie von Epstein. Ich werde das aber auf andere Bereiche versuchen auch zu übertragen kurz und dann anhand zweier exemplarischer Beispiele aus meiner und der Forschung von Kolleginnen der letzten Jahre. Einerseits, wie werden zentrale ökonomische Ereignisse in Diskursen transportiert, hier mit Bezug auf die Finanzkrise, also wie wurde in der Finanzkrise die Krise erklärt von Ökonominnen in einem öffentlichen medialen Diskurs. Und der zweite Punkt, wie wirken Ökonominnen auf Politik und Gesellschaft? Wir folgen so einen Ansatz einer Performativity-Theorie und die dahinterliegende Idee ist, Wissenschaftlerinnen oder Ökonomen wirken auf Politik und Gesellschaft. Wie wirken die jetzt aber und in welchen Zusammenhängen sind die verwoben mit Gesellschaft, mit Politik? Die Rolle vom Think Tank spielt da immer rein. Und ich werde das auch anhand einiger hoffentlich sehr plastischer Beispiele von Netzwerken innerhalb der Ökonomik oder Ökonomie beschreiben. Ja, und das Fazit soll dann irgendwie sein, Ökonominnen und Ökonomik in der Krise, es bleibt offen, die Finanzkrise und jetzt fortdauernd die Wirtschaftskrise hat noch immer wirtschaftlich sehr große, schwerwiegende, langfristige Auswirkungen. Wie geht man jetzt als wissenschaftliche Disziplin mit dem um? Ja, die erste Studie, auf die in diesem ersten Punkt, also so Akteurinnen zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, die erste Studie kommt nicht aus der Ökonomie und beschäftigt sich auch eigentlich wenig mit Ökonominnen, sondern mit Politikerinnen. Sie kennen diese Studie vielleicht, die ist medial relativ breit getreten worden, eine Studie von Lobby Control 2007, und man hat sich da die Frage gestellt, wo sind eigentlich die deutschen Ministerinnen und Staatssekretärinnen nach dem Regierungswechsel 2005 verblieben, also der rot-grünen Regierung. Sie kennen wahrscheinlich die Beispiele von Schröder, der relativ nahtlos zu Gazprom gegangen ist. Und da war so die Frage, inwieweit sind diese Personen, in dem Fall jetzt Politikerinnen, inwieweit sind die verantwortlich für das, was sie machen in ihrer Ausübung ihrer politischen Tätigkeit und wie wirkt sie das vielleicht auch aus auf ihre spätere Tätigkeit in der Wirtschaft. Ganz aktuell ähnliches Beispiel einer Person ist jetzt in den USA die Diskussion um Geithner, der sie ebenfalls zuvor als Finanzminister, also da ist überhaupt die Kette an Ereignissen sehr lang, also von einer privatwirtschaftlichen Bank hin zur Fed, dann wieder in die Regierung und jetzt dann zu einem großen Real Estate Unternehmen. Also so diese Drehtüreffekte werden in dieser Studie beschrieben. Es gibt da einige Personen, die untersucht wurden von Lobby Control. Schröder ist die prominenteste, war Schillieter und Clement. Und man hat immer so die Idee, es geht da irgendwie um die Verwertung von Insiderwissen. Sie kennen vielleicht den Film Inside Job, der 2010 rausgekommen ist und dann auch den Oscar für den besten Dokumentarfilm bekommen hat, beschreibt ähnliche Phänomene, jetzt mehr bezogen schon auf die Disziplin der Ökonominnen, aber es werden ähnliche Phänomene beschrieben. Eben diese Verwertung von Insiderwissen und das Raustragen. Und die Frage, die man sich jetzt stellt, wenn diese Person zuerst die Gesetze für Finanzmarktregulierung macht und später in Unternehmen wechselt, die von diesen Gesetzen vielleicht profitieren oder auch nicht, inwieweit gibt es dann einen internen Interessenskonflikt bei dieser Person. Zentrale Aussage war etwa in dieser Studie auch dieses Outsourcing von Politik. Es hat da dieses Personalaustauschprogramm gegeben, an dem viele deutsche Ministerien teilgenommen haben und auch die große deutsche Industrie, also die BASF, Siemens hat teilgenommen, Lufthansa, Daimler Chrysler, die Deutsche Bank, und da hat man wirklich so einen Austausch von Beamten gegen, also die Beamten sind in die Unternehmen gegangen, Teile oder Mitarbeiterinnen der Unternehmen in die Ministerien, und man hat diesen Austausch positiv konnotiert. Gleichzeitig sind einige dieser Beispiele dann auch publik geworden, dass halt diese Leihbeamten dann auch unmittelbar für die Verfassung von Gesetzesentwürfen verantwortlich waren und man da natürlich wiederum diese Verzahnung dieser Interessen klar sieht. Bezogen jetzt näher auf das Feld der Ökonomie ist die Studie von Epstein, Kerry Kagan-Bart 2010 zu den multiplen Funktionen von jetzt in diesem Bereich Finanzökonomen vor und während der Krise.
Und wiederum ist diese Rolle, diese spezifische Rolle von Ökonominnen, einerseits als Expertinnen für ihr Feld, also für die wissenschaftliche Disziplin, gleichzeitig aber in ihrer Rolle in den Medien. Sie treten dann auf in Talkshows oder einfach in großen Interviews in großen Zeitungen, aber auch in Fernsehmedien. Und gleichzeitig erfüllen sie dann noch andere Rollen in der Wirtschaft und in der Politik. Und bei Epstein, Carrie Kagenbart, war das eine ganz zentrale Aussage, dass eigentlich die zentralen Finanzökonomen, die an wichtigen Gesetzesentwürfen zur Regulierung des Finanzsystems beigetragen haben, sehr viele von diesen Personen auch Funktionen gehabt haben in der Wirtschaft, also in großen multinationalen Konzernen, die wiederum in dieser Finanzbranche tätig waren. Die Frage, die sich dann stellt, warum haben Ökonomen die Krise nicht vorhergesehen, und diese Studie von Epstein und Carrie Kagenbart würde diesen Erklärungsmustern, die ich später dann ansprechen werde, warum haben Ökonomen die Krise nicht vorhergesehen, diesen Aspekt hinzufügen, dass sie sagen, es ist einfach ein Interessenskonflikt dieser Personen. Sie können nicht gleichzeitig für Finanzmärkte immer wieder öffentlich auch Stellung beziehen und dann aber in ihrem Handeln oder in ihrer Beratungstätigkeit was ganz anders machen, wenn sie wiederum in diesem Unternehmen auch selbst tätig sind. Und diese Losung aus dem Film Inside Job, It's a Wall Street Government, beschreibt dann letztlich diese Expertokratie, also die Idee dieser Expertokratie, dass die Personen, die in der Regierung waren vor Obama, viele dieser Personen auch bei Obama dann wiederum in der Regierung sind, und die Zuschreibung von aus diesen Kreisen wäre dann, also aus dieser Wall Street, aus der Wall Street heraus jetzt gesehen als Konglomerat verschiedener Interessen auch, ist die Idee so, it's a Wall Street Government, und diese Struktur wird sich nicht ändern. Die Personen bleiben hier gleich. Also damit verbunden ist natürlich auch ein Abbau von politischer Partizipation, wann die Wahl eigentlich wenig Effekte hat. Folge dieser Studie in den USA war Ethikcode für die amerikanische Assoziation der Ökonominnen und eine ähnliche Diskussion dann einfach rein für Sozialpolitik im deutschsprachigen Raum. Also man hat sie aufgrund dieser Studie, dann nicht nur aufgrund dieser Studie, aber aufgrund dieses Vorwurfs, dass man eigentlich da immer mit Interessenskonflikten zu tun hat, dazu entschieden, einen ethischen Kodex zu verfassen. Ja? Dass man nicht Fachmänner holt für die Wirtschaft, oder wie? Also dass in Deutschland eben eher irgendwelche Parteileute irgendwie auf politische Ämter kommen als irgendwelche Ökonomen oder Leute aus der Wirtschaft. Also das in Amerika schon so, aber ja. Es mag da unterschiedliche Nuancen geben, aber im Grunde würde ich das so nicht sehen. Ich werde noch auf diese im deutschsprachigen Raum auf Personen eingehen, die wichtige Rollen spielen. Grundsätzlich diese Übertragung, also die Studie von Epstein, Carrie Kagenbart, wieder genau sagen, diese Personen, diese Ökonomen haben da einen großen Einfluss. Die sind jetzt vielleicht nicht in Parteien organisiert, insofern ist das vielleicht im deutschsprachigen Raum anders, das stimmt schon. Aber es sind wiederum diese Personen, die in diesen unterschiedlichen Rollen wirken. Ja, und jetzt unmittelbar zur Krise, ein Zitat von Paul Krugman. Und Paul Krugman beschreibt genau diese Fragestellung. Was hat jetzt dazu geführt, dass man die Krise so schlecht vorhergesehen hat? Und ich habe jetzt in Fett diese Punkte noch einmal herausgehoben. Einerseits sagt er, zum Teil ist es, also er bezieht sich auf die große Depression und dann später eben jetzt auf die Finanzkrise, und er sieht einerseits, sind es Shifting Political Winds, also er beschreibt es also als diese neoliberale Wende. Ökonomen und Ökonominnen haben diese freien Märkte immer mehr befürwortet, die freien Finanzmärkte. Einerseits also dieser Punkt, und dadurch, dass man das so stark befürwortet hat, kann man in diesem Bereich das auch sehr schwer die Krise vorhersehen. Und andererseits, und da bezieht er sich auf diese, oder argumentiert er ähnlich,
sind es ganz einfach Financial Incentives. Und man sieht da einfach so diese Sabbatical am Hoover-Institut oder Möglichkeiten auf der Wall Street sind einfach auch eine Möglichkeit, die diese Interessenskonflikte hervorrufen. Okay, so sollte man so diesen ersten Überblick geben, gesellschaftliche Verantwortung, gibt es die, was könnte die heißen? Also inwieweit spielen da verschiedene Interessen in die Ökonomie rein und aus der Ökonomie dann auch wieder raus? Ja, jetzt werde ich anhand von zwei Beispielen in Folge versuchen, Ihnen anhand der Krise genau dieses Spannungsfeld noch einmal aufzuzeigen. Und der erste Punkt ist, ist jetzt die Frage, wie konnten Ökonominnen oder wie können überhaupt Personen, Akteurinnen, Wissenschaftlerinnen in diesem Feld, wie können die Diskurse bestimmen oder wie werden Diskurse, wie werden Debatten einer breiten Öffentlichkeit transportiert? Und da ist ganz zentral die Frage, die Finanzkrise hat ja zumindest zu Beginn einmal zu seinem Aufschrei geführt, warum, also so dieser Brief der britischen Queen an den Beirat, den wissenschaftlichen Beirat der Ökonominnen, also warum habt ihr die Krise nicht vorhergesehen? Was ist da los? Was gibt's? Wir haben diesen Beirat, diesen wissenschaftlichen Beirat und es hat es nicht fähig, das vorherzusehen. Die Frage ist jetzt, wie kann einerseits dieses Nichtwissen, aber andererseits auch diese Debatte über das, was ist jetzt überhaupt diese Krise? Ist das wirklich eine Krise, die sich auf einen kleinen Bereich konzentriert, wie es am Anfang zunächst als amerikanische Krise, die sich eigentlich nur in diesem Häusermarkt aufhält und sie dann durch unglückliche Zustände ausbreitet? Oder ist es tatsächlich eine Krise, die viel breiter zu fassen ist? Und das ist die Frage, die jetzt hinter dem steht. Und der Titel war da jetzt, also es ist ein Paper, das ich verfasst habe vor einem Jahr, war The Financial Crisis as a Heart Attack. Und die implizite Aussage in dem, auf die werde ich jetzt später dann genauer eingehen, aber so die Idee dahinter ist, wir haben uns angeschaut, die öffentliche Debatte von Ökonominnen in führenden deutschsprachigen Medien über die Finanzkrise. Und wie wurde die Krise da immer interpretiert? Und was sind Argumentationsmuster, was sind Narrative, die mit der Krise verbunden wurden? Und eines der zentralen oder das zentrale Narrativ war, die Krise ist eine Krankheit, die in irgendeiner Weise wirkt. Ja, zu Beginn die Krise, welche Krise? Wenn man jetzt die offizielle Politik hier zu Rate zieht, in diesem Fall jetzt Angela Merkel, am CDU-Parteitag im Dezember 2008, gesagt, man hätte hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg, einfach nur eine schwäbische Hausfrau fragen sollen. Die hätte uns eine ebenso kurze wie richtige Lebensweisheit gesagt, man kann nicht über seine Verhältnisse leben. Das ist der Kern der Krise. Also diese moralische Argumentation steht einmal am Anfang. Im deutschsprachigen Diskurs und vor allem in Deutschland ist dann so diese Kritik an Griechenland, also Griechenland hat über die Verhältnisse gelebt und die faulen Griechen hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Ist auch Framing, das am Anfang ganz zentral ist, aber so grundsätzlich einmal diese Zuschreibung, es ist eine moralische Frage. Es ist eine moralische Frage eines über die Verhältnisse gelebt Habens. Einige Ausgangsthesen jetzt von mir, ich werde vor allem auf eine dann näher eingehen. So die grundlegenden Überzeugungen und Argumentationsmuster der Ökonominnen, die wir da untersucht haben, die im öffentlichen Diskurs präsent waren, und auch das ist eine Aussage, dass eben genau diese Personen präsent sind und nicht andere, bleiben während der Finanzkrise vorher und auch nachher dann stabil. Also es ändert sich da sehr wenig. Die Finanzkrise führt nicht zu einem fundamentalen Umdenken. Die Krise, jetzt als große Überschrift gefasst, wird in verschiedene Krisen unterteilt, in Teilkrisen und unabhängig voneinander diskutiert. Auf das werde ich jetzt wenig eingehen, aber Sie werden es in der medialen Diskussion gab es zu Beginn diese Finanzkrise, diese amerikanische Finanzkrise. Und wenn man jetzt sich den Krisendiskurs anschaut, dann geht es nur mehr um Staatsschuldenkrisen und Solvenzkrisen. Also man hat so wirklich eine Trennung gemacht und es so, als wäre diese Staatsschuldenkrise in keiner Weise verbunden mit der Finanzkrise. In Wirklichkeit wissen wir, es ist nur sehr schwer nachzuweisen, dass natürlich die Bankenrettungsprogramme und Konjunkturprogramme erst die Staaten in diese Lage gebracht haben, in der sie jetzt sind und tatsächlich in einer Staatsschuldenkrise sind.
Ja, und der letzte Punkt, die Mehrheit der einflussreichen Ökonomen, also dieser Ökonomen, die jetzt einflussreich, medial einflussreich, die den Diskurs bestimmen, verfolgt ein sehr verengtes Konzept von Normalität, und in dem ist es dann möglich, die Krise so zu framen, dass die Krise ein Herzinfarkt ist oder ein außergewöhnliches Ereignis. Ich bin jetzt nicht sicher, inwieweit ich auf diese methodischen Dinge eingehen soll. Ich habe kurz vorher mit dir gesprochen. Ich glaube, ich werde das jetzt immer nur ganz kurz machen. Wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie das besser später wahrscheinlich wie jetzt gleich, aber auch jetzt gleich, wenn es ganz unklar ist, fragen, aber ansonsten eher nachher. Grundsätzlich der Ansatz, wie jetzt dieser Diskurs untersucht wurde, der Diskurs ist einerseits einmal von Juli 2008, also so dem Ausbruch der Krise dann auch in Europa, im deutschsprachigen Raum, bis Dezember 2009, und Dezember 2009 ist dann, wo so dieser Punkt ist, wo es dann wirklich um diese Austeritätsprogramme geht, wo man die Debatte übergeführt hat, schon in einen Staatsschuldendiskurs, und wo im Prinzip der Diskurs sich ganz stark wandelt. Das ist die Zeitspanne, und der Textkorpus sind Stellungnahmen, Interviews, die dann weiter der Methode einer Diskurs- und Metaphernanalyse, jetzt der kritischen Diskursanalyse folgend, zu dekontextualisierten Textfragmenten gemacht werden, reduziert werden, und diese dekontextualisierten Textfragmente, also das sind dann jeweils längere, also maximal 3-4-zeilige Aussagenstücke von einzelnen Personen, die aus dem Kontext der gesamten Aussage gehoben werden, um eben genau dieses Framing, genau dieser Krise, also in diesem Moment, wo Sie über die Krise sprechen, wie sprechen Sie über die Krise? Das ist so die methodische Herangehensweise. Das werde ich jetzt vielleicht hier überspringen, aber man sieht da jetzt nur, das an die Personen, wie das genau berechnet wird. Das werde ich jetzt da überspringen. Grundsätzlich sieht man da die Personen, und wir haben nur die Personen ausgewählt, die als Ökonomen tituliert werden in dem gleichen Artikel. Der erste Gedanke, der da schon einmal kommt und der dann in einer anderen Studie der FAZ, die sich auch mit medialer Diskurshoheit oder zumindest medialer Präsenz von Ökonominnen befasst hat, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, dass eigentlich sehr oft über Ökonomie, über die Wissenschaft Bankökonominnen sprechen. Also es werden Chefökonominnen einzelner Banken befragt, und das findet sie auch in dieser Liste wieder und findet sie noch viel stärker in einer anderen Liste wieder. Und grundsätzlich sehen Sie hier natürlich die Personen, die Ihnen aus den Medien dann auch bekannt sind. Also Hans-Werner Sinnes führt diese Liste an, Axel Weber, damals nur Chef der Bundesbank, ist an zweiter Stelle, Peter Bofing an dritter Stelle. Sie kennen diese Personen. Wenn man jetzt diese Personen zu Personencharakteristika oder zu Gruppen zusammenführt, dann ergibt sie folgendes Bild zur Präsenz von Ökonomen in diesem Subdiskurs, der sich auf die Finanzkrise bezieht und der diese Ökonomen untersucht. Gibt es diese Person, einfach die ganz zentrale Person, Hans-Werner Sinn, der sich selbst als neoliberal im Wahnsinn des Wortes bezeichnet hat. Er macht eine Referenz auf die Gedanken des Ordoliberalismus, jetzt in Abgrenzung zum amerikanischen Neoliberalismus, den er als überbordenden Neoliberalismus ablehnt. Und neoliberal im Wahnsinn des Wortes wäre dann eben so diese Referenz auf die, er bezeichnet es einmal so ähnlich, so gute alte soziale Marktwirtschaft, deutsche soziale Marktwirtschaft. Also dieser Verweis auf das. Hans-Werner Sinn ist da die zentrale Person. Er hat in der Debatte um die Finanzkrise, ist er zu zweifelhafter Berühmtheit kurz gelangt, weil er einen Vergleich gemacht hat, wie Sie wahrscheinlich noch wissen, heute in der Finanzkrise verfolgt man die Banker, wie man damals die Juden verfolgt hat. Also das hat dann zum großen Aufschrei geführt, er hat das dann auch zurückgenommen. Aber grundsätzlich war so diese eigene Betroffenheit da ganz stark sichtbar. Also es ist wirklich so diese, warum werden jetzt Ökonominnen oder Bankerinnen, warum werden die da jetzt angegriffen? Eine zweite wichtige Formation von Personen, auf die werde ich später näher eingehen, dann in der Analyse von Institutionen, Netzwerkanalysen, ist die Bonner Verbindung. Die Bonner Verbindung besteht aus Jörg Asmussen, Axel Weber und Jens Weidmann, die sehr eng persönlich miteinander verbunden sind und die für die großen Rettungsprogramme im SOFIN
also in dem Moment, wo über die großen Rettungsprogramme abgestimmt wurde, eine ganz große Handlungsmacht in einem kurzen Moment, also geschichtlich gesprochen in einem kurzen Moment, sehr hohe Machtkonzentration auf sehr wenige Personen. Und diese Personen sind sehr eng verbunden und sind auch mit anderen Institutionen verbunden, auf das werde ich aber später dann eingehen. Und so die Keynesianer wird oft so bezeichnet als kurzer Keynesian Moment, also Paul Krugman hat den Begriff des Keynesian Moment geprägt. Es hat so etwas wie ein Kurz-Comeback von Keynesianern gegeben. Es ist ja immer sehr schwierig, Keynesianismus zu fassen in den verschiedenen Schulen des Keynesianismus. Dennoch finden Sie da Personen wie Peter Bofinger, Gustav Horn, ein bisschen später dann Jürgen Grompert und Rudolf Hickel, die so als Keynesianer, deutsche keynesianische Schule gelten können und die in der Phase der Konjunkturrettungsprogramme wenig überraschend da wieder eine größere Rolle gespielt haben. Es hat so ein Comeback von Keynes gegeben. Diese Phase war allerdings sehr kurz und man sieht auch, dass die Personen trotzdem nicht an sehr zentralen Positionen stehen. Und dieser kurze keynesianische Moment ist sehr schnell wieder zurückgedrängt worden. Und Klaus Regling, EU-Kommissar, hat es damals so erwähnt wie die Keynesians coming out like rats out of a wall. Und also so jetzt in der Krise kommen die auf einmal mit ihren alten Konzepten, die ja schon lange überholt sind, wieder. Der Quartalsverlauf des Diskurses, das werde ich jetzt ganz kurz nur durchgehen, das ist immer so dieses zentrale Framing pro Quartal. Es sind in Summe dann sechs Quartale, das zentrale Framing für dieses Quartal. Und im ersten war das ist jetzt ein Zitat von Thomas Straubhaar, oder ein Teilzitat von Thomas Straubhaar, die amerikanische Krise wird zu uns kommen, also man sieht sie so als von einer externen Bedrohung bedroht. Und sie wird weitere Dominos umwerfen und wir müssen jetzt ganz schnell sein, wir müssen jetzt ganz schnell handeln. Überhaupt diese Forderung, politisch ganz schnell zu handeln, ist ein Moment, das man immer wieder findet. Im vierten Quartal 2008, mit den beginnenden Konjunkturrettungsmaßnahmen, ist so die Idee, eine staatliche Regulierungs-, also die Krise wird verstanden als ein staatliches Regulierungsversagen und daher war es möglich, diese Toxic Assets überhaupt in den Markt zu schwemmen. Und das birgt jetzt die Gefahr, dass das zu einem Tsunami für Deutschland führen könnte. Ja. Dann ist also in der Zeit der Konjunkturprogramme, es waren zwei in Deutschland, das größere dann im ersten Quartal 2009, das ist, beschreibt man dann auch so als diesen Keynesian Moment, also da wird der Staat sehr aktiv, nimmt sehr viel Geld in die Hand, aber gleichzeitig ist in der Debatte immer wieder die Befürchtung, ist es nicht eigentlich gefährlich, wenn der Staat jetzt so große Rollen wieder übernimmt? Ja. Jetzt zur Metaphernanalyse werde ich nur ganz kurz was sagen. Das ist aber jetzt in Folge, geht es jetzt darum herauszufinden, welche Narrative, welche Metaphern, welche Sprachbilder waren die zentralen in der Beschreibung der Krise, der Ursachen und auch der Auswirkungen der Krise. Ich stütze mich da auf die Arbeit von Lakoff und Johnson und weiter fortfolgende, die 1980 das für die Sozialwissenschaften sehr zentrale Werk Metaphors We Live By verfasst haben, wo es darum ging, auszusagen, also ein menschliches Gehirn oder menschliches Denken funktioniert in Sprachbildern, in Frames, und diese Frames und Sprachbilder manifestieren dann die Sinnformel der Welt. Also wie beschreibt diese Person, die diese Bilder verwendet, die Welt. Und der zentrale Punkt, ich werde jetzt nicht näher auf das eingehen, wie das jetzt dann in der Metaphern-Theorie ausgearbeitet wird, aber der zentrale Punkt, der für das Verständnis wichtig ist, wenn ich mich in einer Metapher ausdrücke und wenn ich spreche von einem Tsunami, der über Deutschland kommt, dann ist es nicht nur eine Ausschmückung, eine rhetorische Ausschmückung, das wäre die klassische Metaphern-Theorie. Diese neuere Metaphern-Theorie, die so von konzeptionellen Metaphern spricht, hat die Idee, wenn ich von einem Tsunami spreche, dann ist es wirklich so, als ob ein Tsunami käme. Und mit den ganzen Bildern, die im Kopf verbunden sind mit einem Tsunami, mit Katastrophe, die sind dann auch wirklich als solche zu nehmen und nicht nur als rhetorische Ausschmückung. Ja, und es geht dann darum, jetzt dieses Mapping und das Framing der Krise zu zeigen in diesen Metaphern. Was sind die häufigsten Metaphern?
Und die häufigsten Metaphern für die Finanzkrise oder für die Krise sind zwei, also zwei Metaphern sind ganz zentral. Die erste unter der Überschrift Krankheitsmetaphern, Sie sehen da immer einige Beispiele. Etwa die Arterien der Wirtschaft sind verstopft und es kann zum Infarkt kommen. Das ist eine medizinische Metapher. Der Patient, Deutschland hat einen schweren Infekt, keinen Herzinfarkt. Wir sehen ein Zeichen von Überhitzung und es hilft nicht, sich über das Thermometer aufzuregen, wenn man das Fieber nicht mag. Also immer so diese Zuschreibung, die Krise ist wie eine Krankheit. Ist über uns gekommen wie eine Krankheit oder sie wird sich durch die Europeripherie fressen, also wie so ein Virus durchfressen. Und die Idee bei der Verwendung von einer Krankheitsmetapher ist dieser Theorie jetzt folgend, dieser kognitiven Metaphern-Theorie folgend, wäre so die Idee, die Krankheit befällt den an sich gesunden Körper. Einige dieser Krankheiten, die dann erwähnt werden, sind schwer heilbar. Es gibt zwar irgendwie eine Möglichkeit, die zu bekämpfen, aber grundsätzlich ist es was, das von außen auf den Körper einwirkt. Das zweite Bündel von Metaphern sind Natur- und Katastrophenmetaphern, die ganz zentral sind in dieser Debatte. Etwa diese schon erwähnte Tsunami-Metapher oder also die Vorstellung einer technischen, der Wirtschaftsmotor kommt schlagartig zum Stillstand, weil ein wichtiges Schmiermittel fehlt. Also Schmiermittel wären da jetzt die Kredite in dem Fall gewesen. Oder aber wie in der Kernphysik, also die Referenz auf, ich denke, der Walter Oetsch hat wahrscheinlich über Sozialphysik gesprochen, in dieser Ringvorlesung, da ist also diese Referenz auf die Naturwissenschaft. Wie in der Kernphysik können diese Derivate zu einer finanziellen Massenvernichtungswaffe werden. Also ganz starke Katastrophen und technische Metaphern, die auf die Natur rekurrieren. Oder tektonische Verschiebungen, also wie beim Erdbeben, tektonische Verschiebungen auf den Märkten. Von wiederum diese kognitive Metaphern-Theorie auf das angewandt würde wiederum heißen, man hat da wiederum zu tun mit einem externen Effekt, mit einem sehr starken Tsunami, der alles hinwegspült und die Krise wirkt wie so ein Tsunami oder die Krise wirkt wie ein Schlag oder eine Massenvernichtungswaffe. Ja, die werde ich vielleicht überspringen. Wenn man das jetzt zusammenfasst und dieses dominante Framing von Ökonominnen in diesem untersuchten medialen Diskurs zur Finanzkrise in leitenden Qualitätsmedien, also da war jetzt der Spiegel, die FAZ, die Zürcher Zeitung, in Österreich der Standard, die Presse, in Summe acht wichtige Zeitungen, dann kann man sehen, es gibt also eine Dominanz eines spezifischen Konzepts von Normalität. Also die Normalität, die beschrieben wird, sind die funktionierenden Finanzmärkte. Und die Metaphern, die dafür gebraucht werden, ist ein gesunder Körper, ein stiller Ozean, ein stabiles Gebäude, eine funktionierende Maschine. Und dann die außergewöhnlichen Ereignisse, die diese Normalität konfrontieren mit einem außergewöhnlichen Ereignis, der Finanzkrise eben, sind ein Tsunami, eine Krankheit, ein Herzinfarkt oder ein externer Angriff. Also so zu Beginn, wo die Krise so als amerikanische Krise interpretiert wurde, ist es wirklich so wie ein amerikanischer Angriff jetzt auf Europa oder auf Deutschland oder den deutschsprachigen Raum. Und dann ist es eben auch möglich, diese keynesianischen Rettungsprogramme ähnlich zu framen und die sind dann ebenfalls, werden wie eine Ausnahme wahrgenommen. Die Normalität hingegen ist dann eher jetzt diese Debatte um die Schuldenkrise, da kommt man wieder zu diesen früheren Bildern zurück. Ja, und was Sie gesehen haben schon in dieser Aufteilung, welche Personen sind wichtig, ist einfach, und das ist der Punkt, auf den ich später jetzt näher eingehen möchte, es gibt einfach eine problematische Machtverteilung im öffentlichen Diskurs. Eine bestimmte, also jetzt auf politischer Ebene mit einer neoliberalen Vision von Märkten und Gesellschaft verbundene Gruppierung von Personen, bestimmt diesen Diskurs sehr stark. Also Sie sehen da Personen an vorderster Stelle, die etwa aktiv den Hamburger Appell unterstützt haben. Den Hamburger Appell werden Sie wahrscheinlich kennen, ich werde ihn dann nachher ansprechen und auch kurz erläutern. Der Hamburger Appell ist ein sehr großer Aufruf von 250 Ökonomieprofessoren im deutschsprachigen Raum, wo man diese auch von Gegnerinnen jetzt kritisch verwendeten Kernformeln einer neoliberalen Wirtschaftspolitik par excellence wiederfindet. Auf das werde ich jetzt dann später eingehen. Ja, und grundsätzlich ist diese Frage, also meine Aussage ist nicht die, nur irgendwie die,
die bösen Ökonomen verwenden Metaphern, wir verwenden Metaphern und die sind einfach zentrale Funktion, haben sie für Sprache und für Ausdrucksweisen und auch für Denken. Aber es ist eben diese spezifische Dominanz einer bestimmten Gruppe, die eben eine bestimmte Sprache über dieses Phänomen verwendet. Ja. Okay, hier nochmal aufgezeichnet, so die Vorstellung jetzt in einer Grafik schematisch. Also man hat einerseits die ökonomischen Voraussetzungen und unten dann die verbundenen Metaphern und sie sehen dann nochmal so diese Idee, es gibt eine Normalität, da funktioniert die Wirtschaft so, wie sie funktionieren sollte. Also so diese Idee eines Modells. Ich bin vor kurzem darauf hingewiesen worden, eigentlich könnte man das auch anwenden auf einfach ein ökonomisches Modell und man hat da diese reduzierenden Annahmen und das ist irgendwie diese Normalität und das, was nach außen hin präsentiert wird oder was diesem abweicht, wird dann als irgendein Spezialfall interpretiert. Ja, okay, jetzt zu diesem Punkt der Sprache und ich möchte jetzt den weiteren Schritt machen, wie werden jetzt aber wirklich einzelne Akteurinnen, einzelne Personen, einzelne Institutionen, wie werden die jetzt aktiv und ist jetzt diese Wirkung auf Gesellschaft oder diese Wirkung auf Politik und Gesellschaft ist natürlich nichts Neues, das hat es immer gegeben. Gibt es da jetzt Spezifika, die sich vielleicht verändert haben und inwieweit spielen die in der Krise eine besondere Rolle oder einzelne Personen, einzelne Institutionen in der Krise eine besondere Rolle? Der etwas sperrige Titel ist jetzt vielleicht, um genau diese Ebenen abzudecken, aus den Vorhöfen der Macht, also so die Idee, es gibt ein wissenschaftliches Beratungsgremium bei einem Ministerium, wie es etwa der Sachverständigenrat ist, jetzt schon mit einer sehr langen Tradition, oder die wissenschaftlichen Beiräte bei Ministerien, oder jetzt da die parteinahen Stiftungen, die Sie vorher erwähnt haben, die so diese traditionelle Politikberatung machen, über die Medien, also so das Entdecken, man muss den öffentlichen Diskurs ernst nehmen und im Fall der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft hat man implizit die Forderung, den auch zu prägen und den auch in einem bestimmten Interesse zu prägen. Zur eigenen Partei sicher zugespitzt, aber wäre so die Idee und an einzelnen, also an Bernd Lucke, an einer einzelnen Person kann man das dann auch ganz gut festmachen, also zur eigenen Partei die Alternative für Deutschland, die stark geprägt war von Ökonominnen. Oder eines Ökonomen. Ja, die Ausgangsthesen jetzt wiederum auf diesen Teilbereich bezogen. Manche sind ähnlich, also so diese große Krise hat zu keiner Krise der Ökonomik geführt. Also es gibt vielleicht ein gewisses Erstarken pluraler Ansätze in den USA, wahrscheinlich stärker wie im deutschsprachigen oder im europäischen Raum. Etwa so die Initiative des Institute of New Economic Thinking von George Soros unterstützt, oder das INET, sicher einer dieser Schritte hin zu einer pluraleren Ökonomik. Der Nobelpreis für Krugman, genau in dieser Zeit, ist sicher ein Zeichen in diese Richtung. Gleichzeitig kann man aber sehr viele gegenläufige Tendenzen erkennen und man kommt letztlich im großen Bild zu der Aussage, dass es eigentlich die Krise der Ökonomik nur in Teilbereichen gegeben hat und man sehr schnell wieder übergegangen ist zu Business as usual. Und die Lehrpläne haben sie, wie Sie wahrscheinlich in manchen Bereichen kennen, zwar vielleicht erweitert, aber in vielen Bereichen ist der Kern einfach sehr gleich geblieben. Ja, die Form der ökonomischen Politikberatung bzw. so diese Ebene von Einflussnahmen von Ökonomen haben sich in den letzten Jahrzehnten teilweise gewandelt, dieser These, die versucht als da zu beschreiben. Dennoch, obwohl es da diesen Wandel gegeben hat, ist eine grundsätzliche ideologische Ausrichtung konstant geblieben. Und vor allem der Personen, die in der Politikberatung tätig sind, konstant geblieben. Es haben sich vielleicht Formen verändert, aber ich werde anhand von Netzwerkanalysen dann versuchen, auch zu zeigen, dass die handelnden Akteure noch immer sehr ähnliche sind und noch immer zentrale Institutionen in diesen Netzwerken im Zentrum stehen, die auch vorher dort gestanden sind. Ja. Grundsätzlich jetzt Zugänge zu dieser, ist relativ schwierig, das theoretisch jetzt in aller Kürze da so zu fassen und auf das einzugehen. Grundsätzlich Zugänge zu Wissenschaft aus Politik, Beratung, die Theorie der rationalen Wirtschaftspolitik, jetzt eine ältere Vorstellung hat man so die Idee, Ökonominnen oder Wissenschaftlerinnen sind auf der einen Seite die Beraterinnen,
Politikerinnen sind die Klienten dieser Beratung, beide gemeinsam verfolgen aber das Ziel eines Gemeinwohls oder sind irgendwie altruistisch motiviert und verfolgen so diese Idee, die Wirtschaft muss sie gut gestalten. In einer Rückblende ist das eben dann auch dann sichtbar, wenn Sinn so von der guten alten sozialen Marktwirtschaft spricht, wo dieses Ineinanderwirken in vielen Bereichen auch wirklich sehr gut gegeben war. Und da hat man die Vorstellungen, Ökonominnen dienen so als Beliefererinnen der Politik. Also man hat so diese Lieferbeziehung, die Expertise wird von den Ökonominnen oder von Wissenschaftlern, ist jetzt nicht nur auf Ökonomie festgelegt, kann man in anderen Wissenschaften genauso zeigen, wobei natürlich die Ökonomie eine besondere Rolle hat für die Politikberatung, auch im Selbstverständnis. Aber die Ökonominnen stellen die wissenschaftliche Expertise bereit und stellen die dann den Politikerinnen zur Verfügung und es gibt klar aufgeteilte Rollen. Und jetzt so im Zuge der Public-Choice-Theorie, also Buchanan hat dann 1986 den Nobelpreis bekommen, hat man eine ganz andere Theorie von Politik und ein negatives Bild von Politik und Politik wird aufgefasst jetzt primär als ein Markt, wo es um die Maximierung von Stimmen geht und Politikerinnen sind daher immer nur eigennutzenorientierte Stimmenmaximiererinnen. Das heißt, sie leben genau in diesen Zyklen und müssen immer für ihre Wiederwahl sorgen. Wenn man da jetzt aber verfolgt, so in einer Weiterentwicklung auch, oder wie man da jetzt diesen Zugang wählen kann, also Ökonominnen oder Expertinnen haben immer diese Idee, man hat eine objektive Einschätzung und die Politikerinnen sind aber nur an ihrer eigenen Wiederwahl interessiert, ergibt sie irgendwie so diese Frage, ja, Expertinnen müssen aktiv werden, weil die Politikerinnen eben nicht diese rational objektiv richtige Wirtschaftspolitik betreiben und daher muss, also weil sie ja beratungsresistent sind, weil sie nur für ihre Klientel oder nur für sich selbst denken in diesen Zyklen und daher muss die Expertise mehr wahrgenommen werden und die implizite Forderung, die sich daraus ergibt und die einige zentrale wirtschaftswissenschaftliche Beraterinnen dann so ähnlich auch formulieren, ist so die Politikerberatung einer einzelnen Person muss mehr hingehen zu einer Politikberatung oder zu einer Bürgerberatung. Also zum Lobbying für rationale wissenschaftliche Entscheidungen. Und wenn man sich die Gründungsdokumente des INSM ansieht, dann findet man das ziemlich genauso wieder. Also da ist so die Angst, dass Wirtschaftspolitik nicht mehr nach rationalen wissenschaftlichen Grundlagen funktioniert, beziehungsweise Märkte als zentrale Regulierungsorte und Strukturen abgelehnt werden und das war ein stückweise Ablehnung des marktwirtschaftlichen Systems gibt, das ist konstatiert worden und daher muss man da wieder Einfluss nehmen, um das wieder zu ändern. Ja. Ökonomische Politikberatung in diesem Feld dann. Samuelson hat gesprochen von der Ökonomie als Königin der Sozialwissenschaften und um die Nullerwende oder um die Jahrtausendwende hat man dann einige wichtige, auch in der wissenschaftlichen Politikberatung, wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung tätige Personen haben so die These, man hat es irgendwie mit einem schleichenden Niedergang dieser Königin der Sozialwissenschaften, die sie nicht selbst zu bezeichnen, aber um so diese Zentralität der Ökonomik da jetzt nochmal herauszustreichen, konstatieren sie und man hat so die Idee, im deutschen Ministerium ist etwa beginnt es da so mit externen Beraterinnen, die ganz weg sind von dieser klassischen Politikberatung. Und man hat so es wird so eine Angst spürbar, dass dieser Markt für Politikberatung sich so weit ausweitet und dieser Einfluss der wissenschaftlichen Expertise zurückgefahren wird oder abnimmt. Jetzt ist die Frage, gibt es innerhalb der oder während der Finanzkrise, gibt es diesen verstärkten Einfluss von Ökonominnen oder von ökonomischer Politikberatung wieder oder gibt es Versuche in diese Richtung? Und der zentrale Versuch für mich ist schon gestartet 2010. Bernd Lucke, der dann später die Alternative für Deutschland gründet und auch schon einer der Initiatoren des Hamburger Appells war, im Gründungsaufruf zum Plenum der Ökonomen. Das Plenum der Ökonomen begreift sich selbst als Online-Volks-
Vollversammlung aller Ökonomieprofessoren im deutschsprachigen Raum und hat mittlerweile, also das ist jetzt durch die problematische Position, die Luca da jetzt einnimmt, weil er selbst eine Partei gegründet hat, dann zurückgegangen, aber hat bis zu 360, 370 Mitglieder auch gehabt. Und die Idee war jetzt grundsätzlich einfach mal so, wie kann man diese wissenschaftliche Expertise, es gibt ja immer so den Vorwurf, ökonomische Politikberatung liefert so viele verschiedene Ergebnisse und es ist so unklar, was ist jetzt dann wirklich die richtige. Und daher ist die Ausgangslage für das Plenum der Ökonomen war dann auch die Fragestellung, wie kann man jetzt zu einer Entscheidung kommen, die dann wirklich die Mehrheit abbildet oder die einhellige Meinung abbildet. Und die Idee, die mit dem aber mitschwingt, also man hat so die Idee, ich habe es da jetzt wieder in Blau erwähnt, die Politik hat die Warnsignale, die gegeben wurden, nicht angemessen gewürdigt. Und das hat dann dazu geführt, dass diese Krise ausgebrochen ist und sie weiter ausgedehnt hat. Und die Idee, also einerseits gibt es durchaus diese selbstkritische Reflexion, ja, wir selbst haben in diesem Punkt auch versagt als Ökonominnen. Gleichzeitig ist es jetzt aber unsere Aufgabe als Volkswirtschaftslehrer in Deutschland, uns wieder ausreichend Gehör zu verschaffen, also eben genauer performativ wirksam zu werden auf dieses Feld der Politik. Und ökonomische Politikberatung, ich werde es jetzt dann in Folge in drei Bereiche gliedern, wie ich es zu Beginn schon angesprochen habe, die Vorhöfe der Macht, also diese klassische wissenschaftliche Politikberatung, das Bereitstellen von Expertise, ist am besten so verwirklicht in den Ministerien, in den Beiräten der Ministerien, im Sachverständigenrat, der schon in den 60er Jahren gegründet wurde, oder auch im Kronberger Kreis, also so einem ganz zentralen, alten, liberalen, marktliberalen Think Tank. Die neuere Ebene, wobei sie diese Ebenen immer wieder mischen und gleichzeitig gegenseitig auch verstärken, das werde ich in Folge auch zu zeigen, versuchen, ist diese Beeinflussung von Diskursen, beziehungsweise beim INSM direkt Propaganda, also Beeinflussung der öffentlichen Meinung, einerseits durch Einzelpersonen, die einfach ganz eine zentrale Rolle einnehmen, wie Hans-Werner Sinn, aber eben auch durch einen Think Tank, der sich genau das auf die Fahnen schreibt, die öffentliche Meinung in einem bestimmten Bild zu beeinflussen und das auch über Medienkampagnen immer wieder versucht, also der INSM. Und diese neue Zuspitzung, und ich denke mal ein Beispiel von Bernd Lucke, findet man halt alle diese Elemente wieder, wo am letzten Punkt dann wirklich diese Gründung einer eigenen Partei steht, also der Alternative für Deutschland. In abgeschwächter Form hat es das immer wieder natürlich auch gegeben, die Gründung von Bürgeralternativen, beziehungsweise waren immer natürlich auch Ökonomen, also um das jetzt nicht in einem falschen Bild darzustellen, waren natürlich Ökonomen immer in Parteien tätig. Also es ist kein neues Phänomen, dass jetzt Ökonomen in einer Partei tätig sind, aber diese Gründungsinitiative wirklich einer Partei, die dann ganz zentral auf dieses Thema ausgerichtet ist, auf ein wirtschaftspolitisches Thema ausgerichtet ist, ist sicher ein neues Phänomen. Ja, diese erste Ebene, Vorhöfe der Macht, ich werde jetzt kurz den Kronberger Kreis beschreiben, kennen Sie wahrscheinlich, 1982 gegründet, unter der Losung, also der in Deutschland der sozialliberale Koalition, die dann von der FDP gesprengt wird oder von Lambsdorff gesprengt wird, und Lambsdorff tritt so für eine neoliberale Wende innerhalb der FDP ein. Und das ist also diese Zeit, ich bin jetzt nicht ganz sicher, was andere Personen da vorher schon gesagt haben, aber ich denke, diese neoliberale Wende ist von Walter Oetsch sicher auch beschrieben worden, also wo man genau Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in Großbritannien mit Thatcher, in den USA mit Reagan, abgeschwächt und in einer kleineren Form, aber mit dieser Sprengung der sozialliberalen Koalition in Deutschland unter der Losung mehr Markt wagen, genau diesen Bruch wagt. Also der Gründungszusammenhang ist in diesem Umfeld. Der Kronberger Kreis dient als wissenschaftlicher Beirat der Stiftung Marktwirtschaft. Rudolf Späth, Soziologe, der sie immer mit und Politologe, der sie mit diesen Think Tank-Forschung im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland beschäftigt, spricht also von einer lautlosen Politikbeeinflussung. Also der Kronberger Kreis tritt nicht öffentlich oder nur selten jetzt öffentlich in die Medien. Das würde ihn eben genau unterscheiden von dem INSM, sondern hat diese Vorstellung
eben über die Hintertür die Politik zu beeinflussen. Das ist diese Vorstellung. Und der Kronberger Kreis hegt etwa ganz enge Verbindungen. Man kann das an einzelnen Personen sehen. Der Kronberger Kreis besteht aus fünf Personen, also die den Vorstand bilden. Und diese Personen sind immer zu großen Prozentteilen sind die da nahe im wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums vertreten. Also es gibt da eine sehr enge Verbindung. Und wenn man sich die Inhalte und Ziele oder die programmatische Ausrichtung des Kronberger Kreises kurz ansieht, dann geht es einerseits im Selbstverständnis auch. Der Kronberger Kreis hat schon diese Diskussion beeinflusst und diese marktwirtschaftliche Stimme, also dieser Kurs eben genau auf dieses Mehrmarktwagen, wird in Deutschland auch in Zukunft benötigt. Deshalb wollen wir uns immer wieder mit Politikvorschlägen einmischen. Also so dieses Selbstverständnis, man muss da aktiv werden, man muss sich da einmischen, um die Debatte zu prägen, um die Politik, um auf die Politik Zugriff zu gewinnen. Das erste Bild jetzt von einer Netzwerkanalyse hat jetzt nicht unmittelbar mit dem Kronberger Kreis zu tun, aber ein Beispiel von dieser Vorhöfe der Macht, dieser Idee, sehen Sie da jetzt eben in der Mitte die Uni Bonn in Rot und dann diese drei zentralen Personen, also Jörg Asmussen, Jens Weidmann, Axel Weber. Und Sie sehen da eine ganz enge Verbindung dieser Personen. Also sowohl Jörg Asmussen als auch Jens Weidmann haben bei Axel Weber studiert in Bonn. Also da ist auch drum auch Bonner Zirkel, also diese Verbindung nach Bonn. Man hat diese ganz starke Machtkonzentration in diesem Moment der Rettungsprogramme. Axel Weber ist der Vorgänger von Jens Weidmann in der Deutschen Bundesbank. Es gibt Verbindungen zur EZB von beiden, qua Position jetzt da in der Deutschen Bundesbank. Jörg Asmussen ist jetzt Direktoriumsmitglied und Jörg Asmussen war Finanzstaatssekretär zu dieser Zeit, also zu der Zeit dieser Rettungsprogramme im Lenkungsausschuss für die SOFIN. Und jetzt so vom Selbstverständnis her, ist eine Anekdote jetzt von Asmussen. Asmussen und Weidmann gemeinsam hätten die Vorgehensweise der deutschen Bundesregierung in Frage der Rettungsprogramme erklären sollen und dazu eine Expertise bei einer Pressekonferenz geben sollen. Jens Weidmann ist dann kurzfristig erkrankt und Asmussen führt dann so ein, ja, Jens Weidmann ist leider erkrankt, wir haben aber unsere Statements sehr eng miteinander abgesprochen und sind da in ständigem Kontakt. Sie sehen also, der Kern der Regierung ist intakt. Und so dieses Selbstverständnis, diese beiden Personen, die beide in keiner Weise demokratisch legitimiert sind, ist aber vom Selbstverständnis auch diese Idee, der Kern der Regierung ist intakt. Also da war jetzt da kein, also die Merkel war da jetzt da nicht auf, also bei dieser Pressekonferenz war die Merkel auch nicht zugegen. Also es ist wirklich diese beiden Personen. Und in dem Selbstverständnis, es gibt einige das ist jetzt so eine Biografie von Asmussen, der Name erschienen, wo man genau diese Machtkonzentration auf wenige Personen auch wieder beschreibt, aber so diese Vorstellung, das sollte irgendwie stehen bleiben, die Vorstellung, man begreift sie da als Kern der Regierung. Also man hat so die Idee, eben von diesem Vorhof der Macht, dort wird die Entscheidung getroffen. Ein anderer Punkt, wesentlich unübersichtlicher, Sie können da eigentlich nichts lesen, jetzt im Zentrum Herbert Giersch, ein ganz zentraler Ökonom des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Und man hat jetzt in der Kieler Schule, kann man nachvollziehen, gibt es mehrere Punkte. Also Herbert Giersch wird immer so als der Ökonom, der wichtigste ökonomische Lehrer, weil er die meisten Professorinnen, die dann wiederum Ökonomen, also Volkswirtschaftsprofessorinnen geworden sind, hervorgebracht hat. An der Uni Kiel und das Institut für Weltwirtschaft Kiel hat eine zentrale Rolle dann auch gespielt und man sieht da mehrere Punkte, aber man sieht da die Rolle von Ökonominnen, ähnlich wie es Epstein auch beschreibt, als Mittler zwischen Wirtschaft, also Banken in dem Fall und Politik einerseits und andererseits, aber auch als Mittler zwischen diesen neoliberalen Thinktanks, also Herbert Giersch etwa war Vorsitzender der Mont-Pèlerin Society. Und man sieht da jetzt diese Punkte, also da oben sehen Sie eine Reihe marktliberaler Thinktanks, also den Kronberger Kreis, den INSM, die Ludwig-Erhard-Stiftung, die Hayek-Gesellschaft, die
Stiftung, das Walter-Eucken-Institut. Also der Großteil der marktliberalen oder neoliberalen Thinktanks, die in Deutschland prägende Rollen spielen. Und im zweiten Punkt jetzt, also die grünen Flächen sind immer Institutionen und die braunen Flächen unten sind jetzt Banken. Und da sehen Sie wiederum ein anderes Bild. Ich lese die Banken jetzt vor, weil sie sonst wahrscheinlich nicht zu lesen sind. Also Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deka Bank, Salomon Brothers, Deutsche Bank, Berenberg Bank, Merrill Lynch. Alle diese Banken sind sehr eng, in dem Fall jetzt an Ökonomen, die bei Herbert Gier studiert haben, sind wiederum in diesen Banken dann als Chefökonominnen oder Ökonomen von, also Chefökonomen einzelner Abteilungen tätig. Also wiederum ein Bild, wo man sieht, dass das eine sehr enge Verbindung hergestellt wird hier. Und das ist genau das, also diese Finanzökonomen wäre dann genau die Studie, die Epstein und Gary Kegenbart für die USA ähnlich durchgeführt haben. Ja, so als erste Ebene. Die zweite Ebene, die Beeinflussung von Diskursen und Propaganda, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, 2000 gegründet. Okay, werde ein bisschen sputen. Ja, ich habe im Prinzip das meiste von dem schon erwähnt, darum werde ich auf das auch gar nicht näher eingehen. Doch aber jetzt kurz auf den Hamburger Appell, der wurde 2005 initiiert, im Vorfeld der deutschen Bundestagswahl von drei Ökonomen, von Bernd Lucke, Thomas Straubhaar und Michael Funke, die alle zu dieser Zeit in Hamburg waren und daher Hamburger Appell. Und nur in kurzen Auszügen, der Hamburger Appell ist nur drei Seiten lang und man findet da im Prinzip alle diese Punkte, die zum Teil schon angesprochen worden sind, aber die jetzt da diese Kernlosung in einer neoliberalen Wirtschaftspolitik beinhalten. Also einerseits konstatiert man einen erschreckenden Mangel an ökonomischem Sachverstand. Man muss jetzt da in Erinnerung rufen, man ist da in Deutschland in einer Situation, wo man von eben dem kranken Mann Deutschland spricht. Oder so. Also man ist in einem Tief. Und die Forderungen, die dann gestellt werden, und man verwendet als positive Referenz da zum Beispiel die Reformen in Irland, was sie wenige Jahre später dann als vielleicht nicht so gute Referenz herausgestellt hat. Aber die einzige Möglichkeit, aus diesem Tief zu kommen, ist gerade im Bereich der niedrigen Entlohnung eine verstärkte Lohnspreizung, also eine niedrigere Entlohnung der ohnehin schon Geringverdienenden. Und also nur so ist das möglich. Und als einzige Möglichkeiten für diese Personen zur Abfederung dieser Entwicklung werden dann verlängerte Arbeitszeiten, verminderter Urlaubsanspruch oder höhere Leistungsbereitschaft erwähnt. Also man hat eine ganz klare Losung. Darum wird der Hamburger Appell immer wieder hergenommen, um so einen Neoliberalismus-Check zu machen. Also wo man dann sieht, wenn man jetzt diesen Hamburger Appell unterzeichnet hat, ist zumindest eine begründete Annahme, dass diese Person in irgendeiner Weise diesem neoliberalen Mainstream doch zustimmen würde. Ja, da jetzt nur eine Inseratenserie, die von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft für den Hamburger Appell dann geschalten wurde in der Welt. Und da ist jetzt da die zentrale These da oben. Also da 250 Professoren, 10 Thesen, eine Meinung. Die Idee, die man da verfolgt, ist, wir bilden jetzt mit dieser Aussage allein durch diese Quantität einfach die ökonomische Lehrmeinung ab. Dass das eine Schule von mehreren doch in der Ökonomik noch ist, wird da zumindest medial sehr schnell ausgeblendet, beziehungsweise ist die Schlagrichtung ist eine klare, wenn man das so erwähnt. Also 250 Professoren, 10 Thesen, man hat dann 10 Personen, haben diesen zentralen Losungen ihr Gesicht geliehen und eine Meinung. Also eine Meinung, man kommt letztlich genau zu diesem Punkt, also die marktliberalen Reformen. Die Personen, die Sie hier sehen, ist Joachim Sterbatti und Bernd Raffel Hüschen. Joachim Sterbatti ist nachher dann, und da sieht man wiederum eine Verbindung, aktiver in der Alternative für Deutschland tätig und ist auch in diesen alten, klassischen, in der Stiftung Marktwirtschaft, in diesen klassischen älteren Thinktanks vertreten. Ja, und jetzt nochmal, wer bestimmt den Diskurs? Auf der rechten Seite sehen Sie das, was ich vorhin auch schon gezeigt habe, auf der linken Seite jetzt die Studie von der FAZ.
Die sind natürlich unterschiedlich, diese beiden Bilder. Einfach auch das rechte Bild bezieht sich auf 2008 und 2009 und untersucht nur den Finanzkrisendiskurs. Hier hat man ein Jahr abgebildet, aber das Jahr 2012. Also hat man rein von die Personen natürlich Unterschiede. Also hat man etwa Clemens Füst ist jetzt am ZDW Mannheim, früher war das Wolfgang Franz, also man hat da diese Verschiebungen von Personen. Und im FAZ Medienranking sind zwei Punkte für mich jetzt sehr wichtig. Also der eine Punkt, dass sie genau diese Personen, die man vorhin jetzt da in diesem Giersch-Netzwerk oder einige dieser Personen gesehen hat, also Banker, Chefökonomen von Banken, die höchste mediale Resonanz aus Ökonominnen haben. Oder in Summe sind unter diesen Personen jetzt 6 Banker oder Chefökonomen von Banken, das ist eine sehr große Anzahl. Und das ist, sagt natürlich einiges aus, wenn Bankökonominnen über Ökonomie allgemein in Medien sprechen können, dürfen. Weil da natürlich die Interessenkonflikte sehr stark und unmittelbar sind. Und andererseits an den Personen, wenn man jetzt wiederum die professorale Ebene nimmt, sieht man, dass sehr viele dieser Personen sich auch etwa im Hamburger Bell wiederfinden oder in anderen Thinktanks, die ich vorhin beschrieben habe. Also man hat da diese, ja, es beschreibt nur mal diese Diskurshegemonie einer bestimmten Denkrichtung. Ja, und jetzt die Alternative für Deutschland, Sie kennen das sehr gut. Vielleicht nur kurz zu den Hintergründen einiger dieser Personen. Also man hat da die zentralen Akteurinnen, die da drinnen sind, zum Teil schon in anderen Thinktanks jetzt vorher auch gesehen. Man hat aber gleichzeitig auch sehr radikale Positionen einzelner Personen. Es finden sich dann Personen wieder, die für die Abschaffung des passiven Wahlrechts, für die Unterschicht oder für Geringverdienende eintreten. Sie haben Personen, die in einer Aussage so implizit gefordert haben, es sollte doch möglich sein für Hartz-IV-Empfängerinnen auch ihre Organe verkaufen zu können. Also man hat da einfach sehr eine Mischung aus in diesem Feld sehr radikale, so reaktionär-konservative Personen. Man hat gleichzeitig natürlich diese Ausrichtung einer Wirtschaftspolitik hin zu einem Euro-Ausstieg oder einer Nord- und Südstaaten-Euro-Splittung. Es finden sich da verschiedene Ebenen wieder. Insofern ist es auch schwierig, jetzt die Alternative für Deutschland so ganz klar einzuordnen. Es hat dann so im deutschen Diskurs ist immer wieder die Nähe zu rechten Parteien herausgestellt worden. Das ist aber ein Punkt, der von führenden Vertreterinnen, gerade von Bernd Lucke, in keiner Weise irgendwie geduldet wird. Also die Personen sind dann, also da haben sich schon Parteien einfach auch angedockt an diesen Euro-Ausstiegs, an dieses Euro-Ausstiegsthema, die mit dem nichts zu tun haben. Also ich will jetzt keinesfalls diese ganz klare Richtung da auch befürworten. Aber man hat dennoch so diese Idee zu einer neoliberalen Wirtschaftspolitik, wie sie jetzt ähnlich im Hamburger Appell formuliert wurde, findet man da ganz stark auch wieder. Sie sehen da jetzt wiederum ein Netzwerkbild von Personen im Dunstkreis, beziehungsweise die wirklich zentrale Positionen haben in der Alternative für Deutschland. Und Sie finden in diesem Umfeld, diesem bürgerbewegten Umfeld, wie es wiederum Rudolf Späth bezeichnet, das Bürgerkonvent bezeichnet also als Kampagnenprotest von oben ohne Transparenz und Bürgerbeteiligung. Also ein Bürgerkonvent, das aber keine Bürgerbeteiligung hat. Das ist so diese Idee. Es sind sehr elitäre Zirkel, die da wirken. Es sind August von Fink, eine sehr reiche Person in Deutschland, einer der reichsten Deutschen, wirkt auf einzelne dieser Organisationen oder dieser Initiativen oder Vereine oder Thinktanks ein. Und das ist nur so zu dieser Rahmung, woher kommen diese Personen da. Und jetzt so als Gesamtbild noch einmal, Ökonominnen in Thinktanks. Also es gibt veränderte Formen der Einflussnahme, das habe ich jetzt beschrieben in den letzten Bildern. Und man sieht aber hier, ich habe da jetzt da reingenommen, diese, wie Sie vorhin, auch parteinahen Stiftungen oder jetzt die Seite, die nicht neoliberale Seite oder jetzt die Keynes-Gesellschaft, die Arbeitsgemeinschaft Alternative Wirtschaftspolitik, die Böckler Stiftung, also Institutionen, die sich jetzt klar
gegenteilig positionieren. Und man sieht jetzt die Personen, in dem Fall ist jetzt die Größe der einzelnen Knotenpunkte, zeigt einerseits die Präsenz im medialen Diskurs zur Finanzkrise, also wie ich das vorhin aufgezeigt habe. Und der zweite Punkt ist die Wichtigkeit, die Bedeutsamkeit innerhalb der wissenschaftlichen Community, und in dem Fall ist es jetzt gemessen als Position im Handelsblatt-Ranking. Das Handelsblatt-Ranking wird zu Recht für viele methodische Probleme kritisiert, wird aber immer wieder herangezogen, um so die Bedeutung von deutschsprachigen Ökonomen in der wissenschaftlichen Community zu beschreiben. Und man sieht da jetzt, dass diese Sphären wirklich getrennt sind und dass es einfach eine ganz klare dominante Richtung gibt, die eben sie hier am rechten oberen Bildrand findet. Und wiederum ist mit diesem INSM oder Hamburger Appell-Check durchgespielt, sieht man, dass keiner der Personen links den Hamburger Appell unterzeichnet hat. Von den 30 Personen, die da jetzt zu finden sind im rechten Bild, wäre es jetzt einfach aus Altersgründen, das war schon 2005, ist einige Zeit her, den Hamburger Appell haben nur Professorinnen unterzeichnen können, und da aus anderen, also das haben nur deutschsprachige Ökonominnen unterzeichnen können, es gibt einige Einschränkungen, und man sieht aber, dass von den Personen, denen es möglich war, nur 2 Personen den Hamburger Appell hier nicht unterzeichnet haben und im Gegenzug dazu 19 schon. Also da sieht man wiederum jetzt so mit diesem Robustness-Check über den Hamburger Appell. Und Sie sehen da jetzt da diese veränderte Wahrnehmung. Wir finden dann den Kronberger Kreis, den hier als Beispiel für diesen alten, lautlose Politikbeeinflussung. Dann haben wir unten den INSM und die Wahlalternative, das war so das Vorfeld der Alternative für Deutschland. Und Sie finden das in einer sehr engen Verbindung über mehrere Knotenpunkte von Personen, die dann wiederum alle diese oder in vielen dieser Institutionen wirksam sind. Ja, dann kommen wir jetzt schon zu den Fazit, zu einigen Schlussbemerkungen. Jetzt nochmal Fazit zu diesen letzten Punkten. Man kann auch aktiv werden von Ökonominnen beschreiben und erkennen. Es hat in diesem ganz kurzen Zeitraum von 2009 bis 2012 28 öffentliche Appelle von Ökonominnen bis zu 300 Personen, aber jetzt alle in einer höheren Größenordnung gegeben, an die Öffentlichkeit oder an die Politik. Also einfach nur so jetzt beschrieben, als es war sichtbar, dass es eine selbstintendierte Willen dazu gibt, sie zu äußern, öffentlicher zu äußern. Es gibt veränderte Formen des Einflusses, es gibt eine Verschiebung zwischen den Ebenen, und man kann sicher konstatieren, es gibt eine besondere Bedeutung genau dieser Politikberatung oder dieser Punkte in Krisen. Gleichzeitig ist es immer sehr schwierig, wir haben das jetzt vorhin beim hier an die Uni gehen diskutiert, also von wo kommt es jetzt. Es ist ja nicht so, dass jetzt Ökonominnen am Stuhl der Merkel sitzen und ihr immer sagen, was sie zu tun hätte. Also so, von wo kommt jetzt diese Idee, ist natürlich schwer zu beantworten. Also ist es tatsächlich eine ökonomische Expertise, die auf die Politik abfärbt, oder ist Politik in vielen Bereichen, wird in dieser Politik genau diese Vorstellung auch schon vertreten. Und das wäre eben so diese Idee, es gibt eine ideologische Kontinuität und es gibt vor allem einen hegemonialen Diskurs über dieses Wirtschaftssystem, das von beiden Seiten, die da beschrieben wurden, jetzt getragen wird. Ja, Neoliberalismus 2.0 als Bezeichnung für die Krisenpolitik jetzt nach der Krise, die wiederum in vielen Bereichen, man sieht jetzt ansehen, den Fiskalpakt, die Schuldenbremsen, wo man wiederum diese Austeritätsprogramme sehr stark durchsetzt, ist jetzt die Frage, ist das vielleicht schon einer dieser Erfolge von dieser Politik- oder Bürgerinnenberatung, also dieser Propaganda für freie Märkte, die man, wenn man jetzt die gesamte neoliberale Geschichte, die Sie in dieser Vorlesung jetzt mehrmals wahrscheinlich schon gehört haben, ansieht über die Montparnasse Society, über einen viel breiteren Zeitraum und auch über eine breitere Personengruppe sieht, also ist das in irgendeiner Weise schon so weit
vorgedrungen, dass ein sehr großer Anteil der Bevölkerung einfach das auch vertritt? Oder ist es tatsächlich jetzt das unmittelbare Erfolg einzelner Gruppen zu interpretieren? Ja, und jetzt einige Schlussbemerkungen, und die sind durchaus auch so zu verstehen, dass wir über das diskutieren sollten oder können sollten. Also die Mehrzahl der Ökonominnen ist jetzt in einigen Beispielen klar geworden, als Expertinnen eben für ihre wissenschaftliche Disziplin der Ökonomie, haben Krisen wie diese Finanzkrise sehr selten vorhergesehen. Es gibt da natürlich Ausnahmen, aber im Grunde hat es diese große Warnung vor einer Krise nicht gegeben. Und warum ist es jetzt so? In der kritischen ökonomischen Theorie wird diskutiert, es ist einfach diese zu abstrakte Modelle, die zu viel abstrahieren von der Realität. Wenn Sie etwa die Real World Association jetzt hernehmen, da geht es genau um das, diese Realität wieder in die Modelle oder in die Ökonomie reinzubringen. Der zweite Punkt wäre es einfach eine ideologische Blindheit, was Krugman jetzt zuerst die Shifting Winds beschrieben hat, also genau diese neoliberale Doktrin für freie Märkte. Oder ist es aber ganz einfach ein Interessenskonflikt? Und das wäre ein Punkt, der von Epstein-Carrie-Kegenbart angeregt weiter diskutiert wird und auf dem deutschsprachigen Raum durchaus angewandt werden kann. Ist es einfach ein Interessenskonflikt, weil diese Personen gleichzeitig im Vorstand der Deutschen Bank sitzen und in einem scheinbar jetzt objektiven Beratungsgremium sitzen? Ja, dann diese Aussage, die neoliberal orientierte Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte, man sieht da in diesem Hamburger Appell eine breite Zustimmung, also dem wäre in meiner Wahrnehmung durchaus einer der zentralen Gründe für diese große Krise, in der wir uns noch immer befinden, wurde aber von der Mehrheit der Ökonominnen mitgetragen, und gleichzeitig sieht man es auch jetzt in der EU-Krisenpolitik, dass hier wiederum eine breite Mehrheit zustimmt zu diesen Austeritätsprogrammen. Ein zentraler und wichtiger Punkt ist, dass es, was auch über Diskurshegemonie einiges aussagt, ist, dass es eben möglich war, diesen Diskurs über die Finanzkrise überzuführen in einen Diskurs über Staatsschulden, und daher die Krise nicht als systemische Krise interpretiert wird. Nicht als Krise, man könnte ja jetzt viele Erklärungen haben, man könnte es als Krise des Kapitalismus bezeichnen, man könnte es als Krise einer neoliberalen Wirtschaftspolitik bezeichnen, vielleicht auch wirklich nur als Krise des Finanzsystems bezeichnen, aber es wird sehr wenig als systemische Krise, also wirklich dieses Systems beschrieben. Ja, und in dieser Krise wurde wiederum verstärktes politisches Aktivwerden von Ökonominnen, konnte man beobachten, und dieses, also in meiner Wahrnehmung ist es durchaus in vielen Bereichen geschuldet, da so einer Initiative zur Rettung eines neoliberalen wirtschaftlichen Paradigmas. Und ich zitiere da jetzt Colin Crouch, der das Buch Postdemokratie, das vor einigen Jahren recht breit diskutiert wurde, das über das Verschwinden der Demokratie aussagt und demokratische Prozesse immer mehr entleert würden, beschäftigt sich auch mit Neoliberalismus und Neoliberalismuskritik. Und sein Bild auf die Krise, summing up what remains of neoliberalism after the financial crisis, the answer must be virtually everything. The combination of economic and political forces behind this agenda is too powerful for it to be fundamentally dislodged from its predominance. Und das wäre genau auf einen Punkt gebracht. Noch einmal, es ist dieses sehr enge Netz an verschiedenen, also an gemeinsamen Interessen für ein Paradigma jetzt im wirtschaftspolitischen Bereich, das durchaus auch fußt in einem wirtschaftswissenschaftlichen Paradigma, ist einfach ein sehr starkes, ist in sehr vielen Institutionen sehr weit vorgedrungen und ist daher sehr schwer zu tackeln. Was dann ein Grund ist, warum die Krise zu sehr wenig Diskussion eigentlich geführt hat und sehr wenig verändert hat an der Art, Wirtschaftspolitik zu betreiben. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Dann auch von mir erstmal nochmal vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Das war auf jeden Fall mal eine relativ ungewöhnliche Herangehensweise an irgendwie, was als Wirtschaftswissenschaft bezeichnet wird. Und dann freuen wir uns natürlich über Fragen oder Diskussionsbeiträge von eurer Seite. Oder sind alle restlos? Ja. Mich würde jetzt nochmal Ihre eigene Einordnung, Ihre eigene Arbeit interessieren. Würden Sie sich eher als Wirtschaftswissenschaftler oder eher als Soziologe verstehen? Sehr interessante Frage, aber die höre ich öfter, diese Frage. Ja, es ist schwierig, also ich denke durch als Sozialwissenschaftler und das sollte beides beinhalten. Und die Zuordnung, also diese sehr enge Zuordnung zu einer Disziplin, ist in vielen Bereichen keine gute. Und ich denke, es ist immer sehr, ja, sehr befruchtend dafür, für die eigene Disziplin, sich Anleihen aus anderen Disziplinen zu holen. Und ich denke mal, so sehr komplexe Phänomene wie Krisen oder wie Wirtschaftssysteme oder wie Wirtschaftspolitiken können rein aus einer dieser Disziplinen auch sehr schwer beschrieben werden, beziehungsweise liegt vielleicht genau in dem ja die Wurzel, wie es Krugman auch beschreibt, dass man zu sehr irgendwie die stick to their fancy models und also so die Idee hat, wenn man diese schönen Modelle so perfekt darstellen kann, dann wird man das gut erklären können und vergisst aber etwa, was jetzt durchaus auch in den ökonomischen Mainstream schon gelangt ist, aber so Sachen wie Herdeneffekte oder psychologische Momente. Also ich denke mal, man kann sich da aus verschiedenen Bereichen Anleihen holen, um ein umfassendes Bild über komplexe Phänomene bekommen zu können. Da würde ich da gerne noch eine Frage anschließen. Würden Sie dann sagen, dass Sie mit Ihrer Arbeit eher Wirtschaftswissenschaft als Wissenschaft an sich kritisieren oder würden Sie sagen, dass Sie aufzeigen wollen, wo die jetzige Wirtschaftswissenschaft im Grunde krankt, woran? Also dass es im Grunde diese Machtstrukturen sind, die Modelle nicht objektiv genug erscheinen lassen, als dass man sie als saubere Informationen irgendwie verarbeiten könnte? Ja, so ein Stück weit beides, aber ich würde jetzt schon eher diesem zweiten Punkt zustimmen. Ich meine, es ist jetzt keineswegs, das ist überhaupt nicht meine Herangehensweise, jetzt der Wirtschaftswissenschaft in irgendeiner Weise die Wissenschaftlichkeit abzusprechen, wenn das jetzt die Frage war. Bin ich mir ganz sicher. Um das geht es auf keinen Fall. Mhm. Also ich würde diese performativen Prozesse können Sie für andere Wissenschaften ganz genauso nachweisen. Und es ist jetzt keinesfalls so, dass die Ökonomik da besondere Besonderheiten hätte. Besondere Besonderheit hat sie darin, dass sie eine sehr zentrale Wissenschaft für die Politikberatung ist. Das denke ich schon. Danke. Ich fand Ihre Netzwerkanalyse hochinteressant, also das Aufzeigen von Bonner Zirkel, Kieler Zirkel, Kronberger Kreis und Kent Society. Jetzt wollte ich Sie fragen, wissen Sie, wie die Gegenstücke zu diesen Zirkeln sind im angloamerikanischen Raum? Es ist jetzt vor kurzem gerade ein Buch von Phil Mirofsky rausgekommen, das ist sehr, sehr eingehend und schon über Jahre mit genau diesen amerikanischen Thinktanks oder genau dieser Landschaft, ich glaube, das haben sie jetzt da so gemeint, auseinandersetzt und da zu ähnlichen oder zu Ergebnissen kommt und das sehr, sehr breit und tief aufarbeitet. Also die letzten zwei Bücher von Mirofsky, die dazu erschienen sind, sind da sicher ganz gute Anhaltspunkte. Und natürlich ist diese nationale Zuordnung ja, die fundiert ja oft da. Also dann die ganz zentralen großen Akteure, die Heritage Foundation oder die Montparnasse Society, dann kommt es auch immer wieder auf ähnliche Punkte zusammen. Ich habe auch eine Frage. Man hört ja öfter, dass die deutschen Medien eher links angesiedelt sind im Vergleich auch zum europäischen Ausland oder auch zu Amerika. Wie erklären Sie sich, dass dann die neoliberalen Ökonomen so eine Dominanz haben in der deutschen Medienlandschaft oder auch in der Berichterstattung? Also
ich meine, bis auf vielleicht jetzt Bofinger oder so, denken Sie, dass es so ist, weil es keine anderen Ökonomen gibt? Oder würden Sie sagen, das stimmt gar nicht, dass die deutschen Medien so links wären? Ja, das würde ich immer bezweifeln. Ja. Also, beziehungsweise ist halt dann immer die Frage, was links heißt, natürlich auch, aber wo man diese Positionen zulässt. Und ich kann jetzt die mediale Landschaft in Deutschland auch nicht so restlos überblicken, aber ich denke grundsätzlich, wenn man am Beispiel der FAZ sich das ansieht, da hat man halt im Feuilleton hat man durchaus diese jetzt linkeren Ansichten. Wenn es dann aber tatsächlich um wirtschaftspolitische Berichte geht, denke ich, würde ich das nicht als links bezeichnen, was da beschrieben wird. Und grundsätzlich zur medialen Landschaft, ich meine, da werfen sie einige spannende Punkte auf. Ein spannender Punkt ist natürlich, warum sind diese jetzt irgendwie als neoliberal, es ist ja ein sehr schwammiger Begriff, titulierten Personen da jetzt dominant. Zum einen denke ich es tatsächlich, also wenn man sich die ökonomische Landschaft ansieht, dann werden sie sehr wenige heterodoxe Ökonominnen im deutschsprachigen Raum mehr finden. Also man hat natürlich, wäre es auch für eine Zeitung, die jetzt sie links positionieren will, wäre es gar nicht so einfach, an solche Personen immer wieder zu kommen. Weil es einfach die rein quantitatives wesentlich mehr jetzt irgendwie der anderen Seite zuzuordnende, wobei man diese Seiten überhaupt nicht so starr verstehen sollte, aber ist es sehr schwer, die zu finden. Das ist sicher ein Punkt. Und daher würde ich das jetzt auch nicht unbedingt so an den Medien festmachen wollen. Es ist ein Prozess, der sich in beiden Bereichen gegenseitig verstärken wird. Ich hätte dann auch noch eine Frage, und zwar, es ging jetzt viel um Interessenskonflikte, die da sind, weil die Ökonomen sozusagen einerseits als Wissenschaftler tätig sind und dann eben andererseits auch irgendwie ihre eigenen Interessen verfolgen und vielleicht auch noch die Interessen ihres Arbeitgebers. Und vielleicht könntest du was dazu sagen, wie du dir vorstellst, dass man das so ein bisschen abmildern könnte, dass sozusagen diese Interessenskonflikte nicht mehr so stark sind und da vielleicht auch auf diesen Code of Ethics eingehen, was die sozusagen sich darunter vorstellen, wie man dieses Problem ein bisschen eindämmen könnte, dass die Wissenschaftler sozusagen auch primär als Wissenschaftler auftreten und somit neutral oder objektiv vielleicht ansatzweise. Ja, wiederum eine sehr gute und sehr breite Frage. Also zum einen zu diesem Code of Ethics ist halt die Vorstellung, jede Person sollte bekannt geben, woher sie finanziert wird und welche Hintergründe die Person hat, wenn sie als Ökonomin oder als Wissenschaftlerin auftritt. Das heißt, wenn jetzt jemand für Morgan Stanley Beratungstätigkeiten macht, dann soll das auch bekannt geben und dann wird es wahrscheinlich, dann ist diese Objektivität da angekratzt. Und gleichzeitig, also ich habe es auch zu Beginn gesagt, also unser Institut wird von der Arbeiterkammer finanziert oder teilfinanziert und also inwieweit Sie das einordnen können, in Deutschland gibt es jetzt keine Entsprechung zu den Arbeiterkammern, aber auch das Forschungsprojekt von uns wird von der Böckler Stiftung finanziert. Also es ist dann auch eine Zuordnung, ist in irgendeiner Weise natürlich auch klar, aber man sollte das offenlegen, denke ich. Und dann sollte nicht heißen, dass nur weil jetzt jemand bei Morgan Stanley ist, tatsächlich dann immer diese Firmenposition vertritt. Aber dieser Code of Ethics wird genau das ansprechen, dass es diese Interessenkonflikte geben kann, dass man es zumindest offenlegen sollte. Und der Punkt, wie man das ändern kann, ist natürlich auch sehr schwierig. Das kann man auch sehr weit greifen. Und ich denke mal, ein wichtiger Punkt, wenn ich jetzt die Universitäten beschreiben möchte, ist sicher auch durch diese zunehmende Privatisierung und Forderung, Drittmittel einzuwerben, wird man natürlich auch in vielen Bereichen immer mehr abhängig. Und das ist aber auch nicht etwas, was jetzt nur sich auf die Ökonomik bezieht, sondern das würde ich sogar noch viel stärker in den technischen Wissenschaften sehen, wo man sehr oft dann halt von einer Firma finanziert wird und dann die Forschung auch unmittelbar Auftragsforschung für diese Firma ist und das aber verbunden wird mit einem Forschungsauftrag innerhalb der Universität. Und meine, dann kann eine Forderung nur sein, ja, bessere Ausfinanzierung der Universitäten, um diese Interessenkonflikte eben
ja, im Entstehen schon zu begraben. So. Ich habe eine Frage zu einem speziellen Thema, was ich jetzt in der Zeitung gelesen habe. Bei Zeit Online oder so war vor, glaube ich, 2 Monaten ein sehr interessanter Artikel darüber mit der Überschrift: Wo sind eigentlich die Ökonomen? Bezogen auf wichtige Posten in Ministerien. Und dort wurde dort gelegt, dass zum Beispiel mittlerweile im Finanzministerium unter Wolfgang Schäuble eigentlich kaum noch studierte Ökonomen sitzen, sondern die meisten der Staatssekretäre sind Juristen oder einer war Romanist. Und die Frage, die das für mich aufwirft, ist die, ob man nicht mittlerweile sogar so eine Art Entfremdung von den politischen Eliten zur ökonomischen Politikberatung sehen kann, zu dieser neoliberalen Politikberatung. Und ganz zugespitzt und vielleicht ein bisschen zynisch gefragt, ist es nicht vielleicht sogar im Zweifel dann besser, lieber keine Ahnung zu haben als die falsche? Das letzte war Ihre Aussage. Ja. Naja, ich kenne die Studie jetzt nicht. Was insofern über diesen Punkt. Also auch zum Beispiel Schäuble ist ja auch Jurist, er hat Ökonomie studiert, ja, als Finanzminister. Ja, also ich denke, in manchen Bereichen ist es wahrscheinlich neutral, also das ist jetzt sehr schwierig zu beantworten. Wenn man es für Österreich den Prozess beschreibt, hat man, da weiß ich besser Bescheid über diese einzelnen Personen. In Österreich ist durchaus die Entwicklung die, dass man vor eher in den 60er, 70er, 80er Jahren durchwegs Juristen in politischen Ämtern gehabt hat. Und diese Durchsetzung von politischen Ämtern jetzt mit Wirtschaftswissenschaftlerinnen, BWLerinnen, VWLerinnen eigentlich später stattgefunden hat. Und dann aber durchaus sich das Bild eher umgekehrt zeigt. Inwieweit diese Entfremdung, oder ich weiß auch nicht, ob Sie das jetzt so interpretieren würden, ob das genau vielleicht eine Reaktion auf die Finanzkrise war oder auf diese Krise der Ökonomen. Und in manchen Bereichen hat es das wahrscheinlich gegeben. Also so diesen Moment, den haben sehr viele prominente Ökonominnen beschrieben. Wir müssen jetzt schauen, dass wir wieder ernst genommen werden. Also das ist sicher ein Punkt, der nicht unerheblich ist. Genau, weil ich hatte da auch in dem Artikel gelesen, da wurde auch Schäuble kurz zitiert, von wegen, dass er bewusst auch sehr skeptisch an die Ökonomen dann herangeht in seinem Haus im Finanzministerium und da bewusst dann öfters auch auf Distanz gegangen ist zu Ökonomen und sich dann eher irgendwelche vertrauten Staatssekretäre herangeholt hat, die jetzt nicht direkt aus der Lehre kamen, aus der ökonomischen Mainstream-Lehre. Mhm. Ja. Ich habe noch mal eine Frage zur weitergehenden Forschung sozusagen. Du hast ja jetzt innerhalb zumindest von der Präsentation verschiedene Möglichkeiten aufgedeckt, sag ich mal, woran es liegen könnte, wo es Probleme in der Wirtschaftswissenschaft gibt und wie diese sich dann auf in Medien oder politischen Diskurse auswirken und sozusagen darüber auch Rückschlüsse über Probleme innerhalb wiederum der wirtschaftlichen Wissenschaft probiert zu ziehen. Geht es dann noch weiter, weil das Fazit, das du gezogen hast, war ja eigentlich nur, dass es verschiedene Möglichkeiten immer noch gibt, an denen es liegen kann, die du analysiert hattest, aber noch nicht irgendwie gesagt, okay, da und da entsteht jetzt eigentlich das Problem. Also was ich meine, ist eigentlich, ob es noch irgendwie weiterführt, um ein weiteres Fazit zu ziehen, das ein bisschen spezieller gezogen ist und nicht nur allgemein sagt, okay, hieran, hieran und hieran könnte es liegen, sondern daran liegt es eigentlich auch. Ja, einerseits das Projekt, das ich vorher kurz angesprochen habe, das ist laufend, also das wird 2015 abgeschlossen werden. Da sind wir genau an diesen Fragen, also da sind wir so an der Entwicklung, das klingt also eines performativen Fußabdrückes, so angelehnt an diesen ökologischen Fußabdruck, wo es genau um das geht, wie können Wissenschaftlerinnen auch breiter gefasst jetzt überhaupt wirken, in welchen Bereichen tun sie das und welche Konsequenzen hat das vielleicht auch. Insofern natürlich
bin ich an diesem Problem dran. Und diese endgültigen Antworten an was, also was ist jetzt die zentrale, der zentrale Punkt, an dem es liegt, das ist einfach in diesen komplexen Systemen sehr schwierig. Ja, aber es ist ganz, also ja, es ist oft ein Bündel aufzuzeigen an verschiedenen Problemfeldern, die dann wiederum auf eine Aussage zusammengefasst werden können, ist, denke ich, eher das, was Wissenschaft da zu leisten imstande ist. Diese objektiv klare Aussage, wie etwas gehen kann, ist, wenn man es mit Menschen zu tun hat und sozialen Systemen zu tun hat, sehr schwer zu treffen. Wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, haben wir noch ein kleines Dankeschön für dich von uns, einen Dankeschön. Sehr leckeren Rotwein. Und danke. Dann noch ein paar Worte zur nächste Woche, wird natürlich auch wieder ein Vortrag stattfinden von Herr Dr. Thielemann, der sich dann nochmal genauer mit der Frage auseinandersetzen wird, inwiefern die Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftswissenschaft als solche eigentlich eine deskriptive oder doch eher eine normative Angelegenheit ist und kommt dadurch zu durchaus kontroversen, aber auch sehr interessanten Schlüssen. Und wir hoffen natürlich, dass ihr alle wiederkommt.